Corona an Halloween. Oh, da ist das cool. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, es ist ja Halloween gewesen, aber ich habe gleich noch Lust gehabt, um ein Halloween-Video machen. Darum lass mich ein Halloween-Video machen, okay? Ja, vielleicht könnte das Video jetzt cringe werden. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Darum, ja, sind gespannt auf etwas. Es ist nämlich mal etwas anderes, und zwar ich will so etwas richtig Sketch machen. Also ich habe das früher viel mehr gemacht, und das Gefühl, momentan ist mein Kanal viel mehr so auf Challenges nach vor der Kamera sitzen. Und ich habe immer Lust gehabt, wieder etwas so zu machen, wo ich einfach so ein bisschen filme und so. Ja, ihr seht es dann. Ich glaube, ich will gar nicht so viel labern, sondern ich fange mit dem Video an. Let's go! Ja Leute, ich bin ehrlich, bei mir ist der 29. Oktober, in 3 Tagen ist Halloween und ich habe eigentlich schon Bock, um so ein in Halloween-Stimmung zu kommen. Aber es könnte gut sein, dass es im 2020 ein bisschen anders aussieht als sonst wegen Corona. Aber trotzdem lasse ich mich nicht davon abhalten. Ich habe noch nie Halloween gefeiert. Ich habe das noch nie gefühlt und ich finde es so schön. Ich finde schon Fasnacht so, naja, aber Halloween finde ich Schmutz. Noch nie die Stimmung dazu. Und ob das jetzt wegen Corona nicht stattfindet oder wissen was, ist mir so lange wie breit. Ja. Ich würde sagen, um so richtig mal in die Stimmung zu kommen, braucht man doch eigentlich ein nices Outfit. Und dann, ich denke mir, der Halloween eher etwas Hässliches, Gruseliges an. Ist das Adi oder was? Das ist Adi, oder? Ja, moin. Aber stimmt, das ist ja 2020 und drum, was ist gruselig? Hä? Ein fucking Virus, alle. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, aber früher habe ich mega oft mit Kollegen oder mit Geschwistertieren oder sonst irgendwie mit dem Dad von Tür zu Tür läuten und fragen, ob ich Süßigkeiten haben kann. Und Real Talk, manchmal hätte ich Bock, das jetzt so zu machen, aber ich glaube, ich werde einfach nicht ernst nehmen, wenn ich jetzt von Tür zu Tür läuten würde. Aber irgendwie habe ich gleich Bock und darum, warum nicht? Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Okay, das ist jetzt ziemlich depressed sein. Aber es gibt noch andere Lösungen. Ich habe eine Idee gehabt. Und zwar online. Dort tut man kein Video übertragen. Ich habe mir nämlich überlegt, man kann ja einfach mal anrufen, anstatt vor der Tür zu rufen, oder? Grüezi, süßes oder saures? Ich dachte, ich frage mal online wegen dem Coronavirus, wenn wir jetzt vor der Tür rufen. Oh mein Gott, what the fuck, Nati, was ist das für ein Video? Ich komme nicht. Also ja, ich verstehe es natürlich schon. Aber oh man, Alter. Der Doppelpunkt für das Video, Mann. Ihr seid nicht schon unterwegs? Nein, ich denke, man darf nicht wegen Corona, darum mache ich das jetzt mal online. Aha, wer bist denn du? Nathalie, ich kann einfach mal Nummern wählen und fragen, ob man Süßigkeiten online von jemandem bekommen kann. Ich wohne weiter weg. Also nicht zu Nein. Nein, aber ich wohne zurück, das lohnt sich ja gar nicht. Ah, in dem Fall. Also tschüss. Ade. Es hat online mit dem Handy, ja wahrscheinlich ja. Ja, Chat, seit wann ist das Haustelefon online? Gelohnt. Rotz. Ich bin Nanik. In Halloween-Stimmung. Was könnte man dann machen an Halloween? Richtig, ein Club! Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf das. Ich bin letztes Jahr in einen Halloween-Club gegangen. Aber nicht in irgendeinen, sondern in einen Dirty Halloween-Club. Und für die, die kein Dirty wollen, beziehungsweise nicht wollen, dass alle 2 Sekunden irgendein Dude von hinten kommt, dich geht, weiss nicht was, dann rate ich euch nicht an, in einen Dirty irgendwas Club Halloween-Dings zu gehen. Aber gleich, Club wäre ich nice, oder? Okay, ich schaue es mal nach, was alles offen hat. Aufgrund der Corona-Pandemie finden 2020 keine klassischen Partys in den Zürcher Clubs statt. Okay, vielleicht muss man ja nicht unbedingt in den Club gehen, das kostet eh Geld. Man kann sich vielleicht auch einfach zuhause machen mit seinen Friends. Aber gut, ich bin natürlich nicht wie ein normaler Jugendlicher, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht bei mir im Chat sind schon ein paar Leute wie ich. Aber Club oder so, eben das ist für mich auch überhaupt nicht etwas, was ich vermisse. Club finde ich sowieso Schmutz. Du kannst nicht mit den Leuten reden. Erstmal, es ist so verdammt normal laut in diesem Scheissdreck drin. Du musst schreien, um mit den Leuten zu reden. Zweitens, es ist meistens relativ eng da drin.
Und ich habe Bock auf eng. Sehe nie aus, als ob ich Bock habe, mir in einen Raum einzuquetschen mit hunderten Leuten. So, eng auf eng mit schwitzenden anderen Jugendlichen. Gar keinen Bock. Drittens, es wird nur mehr gesoffen gefühlt und irgendjemand Asi, der das Mafia schlägt oder so. Da habe ich wirklich gar keinen Bock, Mann, auf den Scheissdreck. Wirklich, ich habe noch nie, ohne Witz, ich habe glaube ich nie in meinem Leben, habe ich, wenn ich in einem Club war, die Atmosphäre da drinnen enjoyed. Noch nie. Noch nie. Irgendwie. Ach man. Alter Scheiße, 2020, ich will nur Drecks Halloween feiern, Alter. Was gibt's denn noch? Hey Siri, was kann ich an Halloween in 2020 machen? Eine Girls Night wäre doch toll. Hey, ich wollte fragen, was du an Halloween so machst. Ich dachte, wir können vielleicht so zum Abmachen und irgendwie so ein Chilo Manilo Abend haben, ein Film schauen. Chilo Manilo. Ah, Chilo Manilo. Hä? Vielleicht ein Horrorfilm oder so, das wäre noch nice. Hast du Zeit dann? Oh, sorry, nein, mein Dad ist eben Hochrisikopatient. Man muss mega aufpassen und darum darf ich jetzt momentan mit niemandem mehr. Ja, voll, ja, das kannst du. Ja, voll, nein, das ist dumm. Ja, so ist das alles mal. Okay, tschüss! Hi! Ich wollte fragen, ob du am 31. Zeit hast, weil keine Ahnung, es sind alle Clubs und sonst wäre es nice, wenn wir gleich noch etwas zusammen machen könnten. Irgendwie so ein bisschen Filmabend, Horrorfilm oder Essen oder keine Ahnung was. Hättest du Bock so? Oh, sorry, nein. Meine Eltern haben gesagt, ich darf nicht mehr raus und das könnte ein bisschen kritisch werden. Sorry. Ja, voll, kann ich stehen. Okay, bye! Hallo! Ich wollte fragen, ob du am 31. was vorhast. Ich meine, es ist Halloween und so und das müssen wir doch feiern. Ich meine, ich denke, so ein bisschen zusammen Girls Night machen, ein bisschen essen und geile Filme gucken und so. Hättest du Bock auf das? Sorry, ich kann leider nicht kommen. Ich habe Corona positiv und darum nein, sorry. Okay. Tschüss. Bye! Was zum F*** kann man denn sonst noch machen an Halloween in 2020, alle? Was gibt's, wo Corona nicht versaut? Richtig! Einfach, dass ich einen Horrorfilm einziehen, wenn man das unbedingt will. Ich habe einen Kürbisschnitzel, das machen wir jetzt, also tschüss! Also, dass das klar ist, ich war im Laden und das war der letzte Kürbis, den es hatte. Und er hat fucking Pilz. Shit! Auf jeden Fall will ich jetzt einen coolen Kürbis aus dem Schnitzel, let's go! Ah! Oh mein Gott. Das stinkt richtig hart. Bro, das stinkt nach Pisse, alle. Bro, das stinkt ja abartig. Bro, das läuft nicht. Weißt du, das Ding ist, ich habe schon mal einen Kürbis geschnitzt und schon dort ist er verfolgt, aber das ist nochmal ein neues Level, alle. Wieso, was es im Bett macht, ey, das weiß ich auch nicht. Wieso macht man das im Bett? Man weiß es nicht so genau. Das ganze Zimmer wird auf einem Stechen. Ich weiß auch nicht, wieso. Schminktutorials machen wir. Nein, ich mache einen scheiß Kürbis, alle. Bro, wenn das einzige ist, was man machen kann, in Corona, dann habe ich keinen Bock auf Halloween. Nee! Also in meinem Zimmer schmeckt es nach Pisse, alle. Nach Scheiße schmeckt es da rein, alle. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. So, ich bin fertig. Real Talk. Das war der schönste Halloween, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Dankeschön. Das gibt's doch nicht. Was ist so ein Video, Nati? Hallo? Aha, aha. That's it, oder was? That's it! What the fuck, Alter, ich sehe nicht aus wie ein Virus, ich sehe aus wie irgendein... Fuck, warte, mein Desinfektionsmittel geht aus meinem Arsch. Mach nochmal! Das in der Garderobe, so am... So wie da in der Garderobe... Nein, was, wo haben wir das aber gemacht? Ich war mal in der Ferien in Berlin mit einem Kollegen. Namen werde ich jetzt nicht sagen. Und ich war in einem Hotelzimmer und dort war die Dusche, die war gerade neben dem Bett. Die Dusche war gerade neben dem Bett und es war alles so Glasfront. Und dort an der Glasfront, ja, wenn du dort duschen bist, habe ich auch mit dem Kollegen gemerkt, ey,
weißt du, so am Fernsehen, sich am Fernsehen in etwas am Einziehen und dann ist so, ey Digga, guck mal hier rüber oder mach mal, zieh dir mal mir rein. Und dann bin ich dort so gestanden, eigentlich so, ja, mit dem, ja, eigentlich sozusagen der Arsch hat das Glas gehabt. Witzig, oder? Ey, ja, die ganze Jeps da, ey. Ja, okay, das ist wirklich das letzte Mal. Ich habe gemeint, das ist so eine relatable Story. Das ist so eine Story, wo alle Leute schon mal erlebt haben. Du bist so erbärmlich. Nur der hat den Latz! Es ist so viel das So, das war's mit meinem Video. Ja, es war ein absolut nice Halloween-Special. Nein, kann ich einfach mit einem Bock auf so ein Video. Wahrscheinlich ist es auch gleich absolut cringe. Aber ist mir scheißegal. Und ich würde sagen, ich wünsche euch gleich einen schönen Halloween, auch wenn er schon vorbei ist. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Halloween gehabt. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergessen nämlich zu abonnieren. Und ganz wichtig, die scheiß Glocke aktivieren, weil dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video geladen habe. Das ist sehr wichtig. Und ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder besser und die Scheiße ist endlich vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Bye! Nächstes Jahr wird safe besser sein als jetzt, weil jetzt ist wirklich die Kacke ganz hart am Dampfen, meine Damen und Herren. Aber nice Video gewesen, Nati. Tschüss.